Und weiter geht's jetzt mit der Landtagsabgeordneten und Kandidatin der Freiheitlichen, Uli Meier. Guten Abend. Guten Abend, Herr Senfter. Frau Meier, am 22. Oktober finden die Landtagswahlen statt. Warum sollte man die Freiheitlichen wählen? Ja, ich glaube, dass es diesmal wichtig ist, eine Partei mit auf dem Bildschirm sozusagen zu haben, die eine fixe Konstante inzwischen in der Südtiroler Politik ist. Menschen mit Erfahrung. Ich glaube, wenn ich so die Rückmeldungen der Bevölkerung richtig interpretiere, dann ist das nach dem 22. Oktober auch gefragt. Und die Freiheitlichen sind bekanntermaßen eine Partei, die die Bedürfnisse und Sorgen der Menschen in den Mittelpunkt ihres politischen Handelns stellen und ein klares Programm zu den drängenden Themen, Fragen dieser Zeit auch haben. Was sind denn Ihre drängendsten, wichtigsten Themen? Zunächst einmal, dass sich Arbeit in Südtirol wieder lohnen muss. Südtirol hat sich einerseits zu einem Hochpreisland entwickelt, andererseits ist es ein Niedriglohnland, dass sich immer weniger einheimische Menschen auch effektiv leisten können. Und das Ziel muss es einfach sein, dass wir aufgrund der hohen Inflation und der Teuerungswelle, die in den letzten 2 Jahren fast ungebremst über die Bürger drüber gerollt ist, den Menschen wieder die Kaufkraft zurückgeben, dass Menschen, die fleißig arbeiten, auch wieder ein Auskommen mit ihrem Einkommen haben. Wenn man hier auf der Homepage das Parteiprogramm liest, da sind 6 Punkte aufgelistet und ganz oben steht da Autonomie und Freistaat. Ist das ein Hauptanliegen der Freiheitlichen? Das ist ein sehr wichtiges Anliegen. Die Autonomie, unsere Autonomie stammt aus dem letzten Jahrhundert und Anpassungen an dynamische Notwendigkeiten hat es ja nicht gegeben. Und die Wahrheit ist, dass wir in den aktuellen wirklich wesentlich politischen Fragen, ob es um die Arbeit geht, Löhne, Sicherheit, Zuwanderung, Wirtschaft, auch Schule, Sanität und ganz wichtig für Südtirol das Ehrenamt. Da haben wir keine primäre Zuständigkeit, sondern wirklich nur einen begrenzten oder gar keinen Handlungsspielraum. Und gerade in diesen Fragen ist es wichtig, dass wir primäre Gesetzgebungskompetenz haben, Verantwortung übernehmen. Und unsere Linie ist ja mehr Eigenständigkeit bis hin zu einem unabhängigen Freistaat Südtirol mit allen 3 Volksgruppen gemeinsam. Sie haben die Zuwanderung angesprochen. Das Migrationsthema war immer eines der wichtigsten Themen für die Freiheitlichen. Nun wird dieses Thema auch von anderen Parteien besetzt. Wie gehen Sie damit um? Ja, es ist mir natürlich lieber, dass mehrere Parteien dieses Problem erkennen, wie wenn wir mehrere Parteien hätten, die es leugnen. Ich glaube, es ist wichtig zu betonen, dass Südtirol Zuwanderung braucht. Aber wir müssen auch hier schauen, Südtirol ist keine gewöhnliche italienische Provinz. Wir sind ein sensibles Land mit 3 Volksgruppen, Deutsche und Ladiner als Minderheit. Wir bräuchten hier die direkte Zuständigkeit und vor allem eine Zuwanderung, die Südtirol als Land dienlich ist, nützt und uns weiterbringt. Und das wäre eine Zuwanderung primär eine qualitative, kontrollierte in den Arbeitsmarkt und weniger die unkontrollierte Zuwanderung, Armutsmigration in unser Sozialsystem. Die ist zu unterbinden und hier sind auch alle Zuwanderungsanreize in das Sozialsystem wirklich zu reformieren. Das Thema Gesundheit ist bei allen Parteien ein wichtiges Thema. Bei den Freiheitlichen steht es auch in diesem 6-Punkte-Plan drinnen. Was ist denn da aus Ihrer Sicht zu tun? Ja, ganz klar einmal etwas gegen die langen Wartezeiten zu unternehmen. Ich glaube, dass es hier verstärkt die Miteinbeziehung von konventionierten privaten Anbietern braucht. Und dann wäre die indirekte Rückvergütung für die Bürger natürlich auch neu zu überarbeiten. Und ich glaube auch, dass es wichtig wäre, dass wir diese landesweite Vormerkstelle KUB erstens mit mehr Personal besetzen und zweitens auch durchaus in Bezirke gliedern, damit Patienten des jeweiligen Gesundheitsbezirkes auch bei Visiten Vorrang haben und dann natürlich ganz klar die wohnortnahe Gesundheitsversorgung, dass unsere peripheren Spitäler und Krankenhäuser nicht einem blinden Spar- und Zentralisierungswahn geopfert werden.
Ganz kurz, wir haben noch 20 Sekunden, Frau Meyer. Seit 20 Jahren sind Sie in der Politik. Was reizt Sie jetzt noch, weiterzumachen? Mich reizt es, für die Menschen in diesem Land da zu sein. Und die täglichen Rückmeldungen der Bevölkerung geben mir auch weiterhin Motivation und Auftrieb. Und es ist eine Ehre, Südtirol zu dienen. Das war Ulli Meyer, Kandidatin der Freiheitlichen. Danke fürs Kommen ins Studio. Danke für die Einladung.